Ja, hallo Leute, Matthias nochmal hier und wir sind jetzt kurz vor der Grenze zu Kambodscha. Man sieht sie schon da vorne, ne? Weiter können wir jetzt leider nicht, weil wir wollen ja nicht nach Kambodscha, sondern wir wollen zurück nach Surin. So. Ist ein bisschen schwierig, muss mich noch daran gewöhnen. Mit dem Linksverkehr hier in Thailand ist gar nicht so einfach. Aber schon langsam geht's. Wir haben, wie gesagt, das Auto von meiner Schwägerin Koi ausgeliehen. Und nicht so, ja, ich bin schon ein paar Mal gefahren, aber ist immer wieder, ja, mit diesem Straßenverkehr hier in Thailand gewöhnungsbedürftig. Erstens mal Linksverkehr und zweitens ist es da ein bisschen, ja, ein anderes Fahren, sage ich jetzt mal, ist schon gefährlich. Im Auto ist es nicht so wie Motorrad, ja, da muss man richtig aufpassen. So, also jetzt verlassen wir den Markt in Chom Chom und gehen wieder Richtung Kap Chin. Kap Chin, dann kommt Prasad und dann unser Surin. Es ist von hier aus bis zu Surin ungefähr, ja, 75, 80 Kilometer. Strecke kann man leicht auch mit dem Motorrad fahren, aber mit dem Auto ist natürlich bequemer. Die Straße ist jetzt neu gemacht, es ist sehr gut ausgebaut. Ja. Fahren. Das ist halt der Straßenverkehr in Thailand. So, muss aber schon aufpassen. Also, was ich besonders gefährlich finde, die Lichthupe. Also in Deutschland, wenn eine Lichthupe gibt, das heißt meistens, du kannst fahren. Ich lasse dich fahren, ich gebe dir Vorfahrt. In Thailand bedeutet das was ganz anderes. Das heißt nämlich, der vorsichtig komme. Auf keinen Fall, dass der dir eine Vorfahrt gibt oder dich irgendwie rauslässt oder so. Wenn man das missversteht, das kann wirklich böse enden. Ja. Die Gegend hier ist auch sehr schön. Ist jetzt schön langsam, ja, die Regenzeit ist vorbei. Und deshalb wird jetzt schon alles so ein bisschen, ja, trocken. Das Gras verbrennt schon langsam. Wir haben jetzt vor, noch einen kleinen Besuch in dem Restaurant von der Freundin meiner Frau zu machen. Ich muss hier irgendwo unterwegs sein. Muss ich aufpassen, dass ich da nicht vorbeifahre. Da wollen wir noch eine Kleinigkeit essen, bevor es dann zurück nach Surin geht. Also das war heute unser Trip nach Chom Chom, zu dem Markt nach Chom Chom. Und in Kap Chin zu meiner Emigration, wo ich halt mein Visum, wo ich mich melden muss, alle 3 Monate wieder eine Stempel in mein Visum zu bekommen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und möchte mich hiermit verabschieden. Bis später dann. Tschüss.